Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier heute Sabrina mitgebracht. Sabrina ist auch bei uns Personal Business Coaching mit dabei und hat auch schon die eine oder andere Lizenz bei uns gemacht. Und du hast was sehr Cooles erreicht. Das hat eben auch mit dieser Sache hier zu tun. Und darüber werden wir jetzt sprechen, wie du das erreicht hast. Und ja, sag mir erst mal, wer bist du? Wo kommst du her? Stell dir ganz kurz vor. Ich bin die Sabrina, ich bin 38 und ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Okay, ja. Cool. Wie kommst du denn dazu, dass du in die Fitnessbranche gekommen bist? Erzähl mal. Fitness ist schon immer meine Leidenschaft gewesen und vor so knapp 2,5 Jahren hat sich der Wunsch einfach verfestigt und dann habe ich meinen Hauptjob gekündigt und bin ins Fitnessstudio gewechselt. Okay. Wie viele Stunden war das damals, der Hauptjob und dann das Fitnessstudio? Das hat sich dann ausgeglichen. Es waren beides damals schon Teilzeit, 25 Stunden bin ich quasi dann ins Fitnessstudio und habe angefangen, meine Lizenzen zu machen. Okay, ja. Gut. Hast du dann direkt, bevor du im Fitnessstudio angefangen hast, auch die erste Lizenz gehabt oder hast du es währenddessen so gemacht? Habe ich währenddessen gemacht. Genau. Okay. Ja. Okay, gut. Und du hast die B-Lizenz woanders gemacht, ne? Genau, ja. Und A ja dann läuft bei uns, ne? Genau, die A-Lizenz dann bei euch, ja. Okay. Was sagst du so zum Vergleich so von der anderen Akademie? Das sagen wir jetzt natürlich nicht einen Namen, ich weiß es auch selber gar nicht, ja. Aber was waren so die Unterschiede oder was hat dir besser gefallen? Bei euch war es einfach viel praxisnaher, ne? Und das war auch so der Hauptgrund. Ich habe was gesucht, was ein bisschen praxisnaher ist, was leichter erklärt ist. Und so bin ich quasi dann auch quasi zu euch gekommen. Ne? Okay, cool. Okay. Machst du jetzt nur die A-Lizenz oder machst du noch mehr? Ich habe die A-Lizenz gemacht, die Personal-Trainer-Lizenz und mache jetzt weiter mit dem medizinischen Fitness. Ach stimmt, PT ist auch schon fertig, ne? Genau, ja. Okay, ich habe nur das Bild von der A-Lizenz im Kopf, oder? Das ist gerade dann geil, dass der PT ist auch schon fertig, stimmt. Ja. Okay, sehr cool, gut. Du hast jetzt seit 2,5 Jahren sozusagen im Fitnessstudio selber gearbeitet, ne? Mhm. Wie war so die Arbeit? Wie hast du es so erlebt? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hat es Spaß gemacht, die Arbeit? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war super für den Einstieg. Ich konnte schon viele Erfahrungen, sage ich mal, sammeln. Und es war super, einfach so starten zu können. Mhm. Und so hatte ich halt die Zeit, entspannt erstmal meine ganzen Lizenzen zu machen und Schritt für Schritt mich einfach weiterzuentwickeln. Ja, okay, gut. Und wie kam dann auch so der Wunsch oder der Gedanke hin, in Richtung Personal Training das auch zu machen? Wann hast du so das erste Mal darüber nachgedacht? Ja, ehrlicherweise so Anfang des Jahres. Da war dann so die Überlegung, ich hatte dann schon ein Jahr knapp meine B-Trainer-Lizenz. Das hat mir nicht so ganz gereicht. Habe mich auch nicht so komplett fertig gefühlt einfach. Und dann war so die Überlegung, was mache ich als nächstes? Im Studio habe ich Kurse gegeben, aber eher kleinere Kurse, was mir schon viel Spaß gemacht hat. Und da habe ich schon gemerkt, mir macht das Training individuell mehr Spaß mit einzelnen Leuten als in den großen Gruppen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann überlegt, wie könnte ich weitermachen? Was würde mir mehr bringen oder in welche Richtung könnte es gehen? Und da hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich in die Richtung Personal Training gehen möchte. Okay, ja. Okay, gut. Und seit wann, wie kam dann so der Gedanke, dir da auch so Unterstützung zu holen bei dem Thema Personal Training Business Aufbau? Habe ich tatsächlich bekommen, als ich die A-Trainer-Lizenz in Regensburg gemacht habe. Mhm. Einfach durch die Kommunikation, durch die Gespräche mit anderen, die das eben gerade schon machen oder gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und das klang irgendwie einfach super. Und war der Johannes da? Ja, genau. Ah, genau. Ja. Ja, der Johannes, der hat auch zwei Kunden gewonnen für einer, glaube ich, 1,8 und einer 2,6 oder sowas, direkt nach der B-Lizenz auch, ne? Das hat er wahrscheinlich erzählt, wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Wir hatten echt gute Gespräche und das war dann so, ich glaube, so mache ich es auch. Ja, okay. Sehr schön, cool. Und dann bist du sozusagen, wann hast du mit Coaching begonnen bei uns? Im Juli. Im Juli, okay. Ja. Jetzt haben wir Ende September, ne? Mhm. Wie war es denn so für dich am Anfang? Was hast du so für Erkenntnisse aus diesem Bereich Mindset vielleicht auch? Was gab es so für Mindset-Shifts, sag ich mal so, ja? Also Mindset war für mich ganz wichtig, ganz klar zu sehen, für niemanden denken, also nicht für den Kunden denken. Immer alles mal so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen, ja. Nicht schon immer im Voraus Dinge zu zerdenken. Ja. Da bin ich nämlich auch ganz groß drin. Hast du so ein Beispiel, was du zerdacht hast? Ja, also ich habe einfach schon drüber nachgedacht, wie das dann werden könnte, ohne überhaupt schon gestartet zu haben. Ne? Also wie könnte ich das in meinen Alltag überhaupt einbauen, ohne jeglichen Kunden? Ja. Also ne, mir schon Gedanken darüber zu machen, vielleicht bekomme ich das zeitlich gar nicht so hin.
Ja, also, da war noch gar kein Kunde vorhanden. Ne? Ja, also schon, bevor man den ersten Kunden hat, schon darüber nachdenken, ja. Okay, wie ist es, wenn ich dann 10 Kunden hätte, das würde ja gar nicht gehen, so, ne? Genau. Okay, genau. Okay. Ja. Mhm. Gut, das heißt, das hat ja auf jeden Fall was gebracht, dass wir da diese Themen so ein bisschen besprochen haben, ne? Ja, war für den Start super, ja. Okay, gut, cool. Dann haben wir weitergemacht, ne? Haben dann Angebote auch erstellt und so, hast ein paar Strategien umgesetzt und ja, erzähl mal, was ist denn so, oder hattest du denn, bevor du also die Strategien zum ersten Mal gehört hast und du gemerkt hast, okay, man muss jetzt auch Leute zugehen und die auch anrufen und sowas alles, was waren also deine Gedanken? Meine ersten Gedanken waren, oh Gott, ich traue mich das gar nicht. Mhm. Kann ich das Leuten überhaupt anbieten? Was denken die? Mhm. Wo wir dann wieder dabei gewesen wären. Also es war, also die ersten Gespräche haben mich tatsächlich, beziehungsweise das erste Gespräch hat mich einfach ein bisschen Überwindung gekostet. Ja. Und war halb so schlimm, als ich gedacht hätte. Ne? Also es war es überhaupt schlimm? Nein, es war gar nicht schlimm. Halb so schlimm, klingt trotzdem noch schlimm. Nein, es war überhaupt nicht schlimm. Ne? Ich habe mich gut ins Skript gehalten, was einfach total hilfreich ist. Ich habe das vorher auch ein bisschen durchgespielt. Ja, das ist wichtig. Und bin nicht unvorbereitet reingegangen. Und dann hat es total gut geklappt. Ja. Also das war einfach total wichtig. Ja, das ist immer das, was wir halt merken. Am Anfang denkt man sich halt, oh Gott, was denken die und was sagen die Leute und so. Dann macht man es einmal, dann ist das erste Mal schon okay und das zweite Mal ist dann schon richtig cool. Ja, und dann läuft's, oder hast du jetzt noch so Puls oder hast du jetzt noch so ein bisschen Aufregung vor so einem Telefonat oder sowas oder ist gar nicht mehr oder so ein bisschen übrig geblieben? Nee, gar nicht. Gar also es ist okay, es ist auch okay, wenn jemand Nein sagt. Mhm. Nee, gar nicht. Also macht mir Spaß, weil ich ja was verkaufe, wohinter ich auch stehe. Ne? Also von daher, nee, gar nicht. Macht Spaß. Ich freue mich ehrlich gesagt immer drüber, weil ich ja weiß, dass ich was, also weil ich demjenigen ja auch was Gutes tun möchte. Ja, und weil du mir auch krass dabei hilfst, die Ziele zu erreichen. Also es ist nicht so, als wenn die Kunden irgendwas von dir wollen, sondern die wollen ja wirklich die Ziele erreichen. Okay. Dann ging es weiter, dann hast du ja die ersten Leute angerufen und so, ne? Und hast die ersten Kunden gekriegt. Oder erzähl mal, wie ging es dann so weiter? Ja, ich habe dann den Testkundenpost gemacht und der ist bei mir sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Der war super. Also wie viele Likes waren da drauf? Über 100, 125, 130 und es wurde über 30 Mal geteilt. Voll gut, ja. Ja. Was meinst du, warum das so viele Leute geteilt haben und so viele Leute gefeiert haben? Also, was meinst du, woran liegt das? Gute Frage. Also klar habe ich viele Bekannte und ich ne, und das war natürlich super hilfreich, dass es auch jeder geteilt hat. Tatsächlich habe ich die noch nicht mal drum gebeten, aber es hat sich dann so verselbstständigt, glaube ich. Einer hat es geteilt und dann dachte sich dann nichts, ich teile es auch. Und ich denke, also ich glaube schon, oder ich habe nach dem Testkundenpost gemerkt, dass man den Nerv vieler trifft. Mhm. Was ich vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Und da habe ich doch zum ersten Mal realisiert, wie viele Leute wirklich Interesse am Personal Training haben. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch so, wenn man sich selbstständig macht, ist es ja auch so, okay, man geht einen Schritt, man traut sich was, ne? Und ich glaube, dass es schon auch viele Leute cool finden und sagen, ja, cool, mach dein Ding und so. Und deswegen teilen das dann, glaube ich, auch die Leute und finden es dann cool, ja? Wie ging es dann weiter? Du hast einen Testkundenpost gemacht und dann? Ja, und dann habe ich mit den Qualifizierungsgesprächen angefangen. Da habe ich mir einen kurzen Plan gemacht, habe mit den Qualifizierungsgesprächen weitergemacht und dann war es tatsächlich auch relativ schnell so, dass ich 3 Testkunden hatte. Okay. Ja. Fangen wir mal noch eine Stufe vorher an. Das Probetraining bei dem ersten Kunden, wie war das so? Oder hast du dich da unsicher gefühlt oder sicher? Oder wie war das für dich, das erste Probetraining? Also beim ersten, ich habe mir tatsächlich schon einfach vorher Gedanken gemacht, was machen wir, wie fangen wir so ein bisschen an. Ja, natürlich war ich beim ersten ein bisschen aufgeregt, weil es auch jemand war, den ich einfach auch nicht kannte. Mhm. Aber es hat gleich gut funktioniert und ich hatte an dem Tag dann auch gleich noch ein zweites Probetraining, von daher. Okay, dann hat die erste Person dann gleich direkt am ersten Tag unterschrieben? Oder hatte? Ja? Ja. Okay, was hat die denn gekauft? Für wie viel? Die hat das Testkundenpaket für 900 Euro gekauft. Okay, gut. Ja. Und zweiter Kunde auch 900 oder war das schon mehr? Ja, nee, die ersten 3 für 900. Ja. Die ersten 3 für 900, okay. Gut, dann hast du die ersten 3 Kunden. Wann war das, dass du den ersten Testkunden generiert hast? Weißt du noch das Datum ungefähr? Es müsste so der 25. 26. August gewesen sein. Okay. Jetzt haben wir den 28. September, glaube ich, ne? Ja. Also, wie viele Kunden hast du jetzt insgesamt? 8.
8, also sind noch 5 dazugekommen. Ne? Wie ging es denn bei denen weiter? Was hast du denn da verlangt für den Preis? Wie war es denn bei denen? Wie bist du denn die gekommen? Erzähl mal. Auch tatsächlich teilweise noch durch Social Media und durch die Umfeldstrategie. Also da sind Leute dabei, mit denen, die kenne ich schon lange, aber das ist so ein klassischer WhatsApp-Kontakt, den hat man eben. Okay. Man guckt immer mal die Stories vom anderen und ja, da kam tatsächlich dann damals auch die Rückmeldung von der einen oder anderen. Ja, wie gesagt, teilweise ist es noch Umfeldstrategie, sind es aus dem weiteren Bekanntenkreis, ich würde jetzt nicht sagen engeren, und zwei tatsächlich auch aus dem engeren. Okay. Ja, okay. Genau. Was ist jetzt so dein Preis für ein normales Paket? Was verlangst du da so jetzt? Für 3 Monate 1.500. Okay, gut. Das heißt, wie viel hast du jetzt dann insgesamt verdient innerhalb dieser 4 Wochen eigentlich dann fast? Ne? Ja, 9.300. Okay, ja, und deswegen haben wir auch diese Trophäe hier. Ja, für was hast du die bekommen? Erzähl mal. Die habe ich bekommen für einen Monatsumsatz von 5.000 Euro. Ja, man merkt deine stolzen Augen, merkt man da drin. Ja. Sehr gut, ja. Also da wahnsinnig schnell auch 8 Kunden generiert. Ne? Und naja, erzähl mal, wie geht es jetzt weiter bei dir oder was ist noch passiert? Ich weiß es ja, aber erzähl mal, was noch so passiert ist. Ja, ich habe den Mut gefasst und beschlossen, mich komplett selbstständig zu machen. Ich habe im Fitnessstudio gekündigt, habe ein eigenes kleines PT-Studio zu Hause jetzt und gehe den Weg als Personal Trainer selbstständig. Sehr schön, ja. Richtig, richtig cool. Ja. Und das hättest du vor 6 Wochen oder vor 8 Wochen selber gedacht? Nee, auf jeden Fall nicht. Okay. Also das heißt, du hast jetzt ein eigenes PT-Studio zu Hause. Das ist einfach irgendwie so ein Raum gewesen, den ihr noch übrig hattet, in einem Haus oder was war das? Ja, es war mal das Büro von meinem Mann. Mhm. Der ist jetzt ein bisschen, der ist in einen anderen Raum gerutscht. Hast du vertrieben? Ja, ich glaube, ich mache richtiges Business. Genau. Ich wollte ihm mal zeigen, wie es geht. Nein, aber der ist eh nicht so viel im Büro, das kann auch ein kleinerer Raum sein. Genau, und so kann ich die 35 Quadratmeter einfach optimal jetzt nutzen. Ja, ja, was hast du jetzt so alles in dem Raum? Ich habe ein Spinningbike drin stehen, ein Squat Rack, Hyper Extension, TRX, also genau, kurz. Hast du da schon Sachen davor oder hast du jetzt alle extra deswegen gekauft? Nee, ich hatte schon viel davor. Wir haben uns auch, in Corona-Zeiten einfach, wir hatten immer eigentlich zu Hause im Haus auch immer einen Raum als kleines eigenes Fitnessstudio. Mhm. Und haben wir einfach genommen und 1-2 Sachen habe ich dazu gekauft. Aber das war nichts, also es waren keine großen Anschaffungen. Ja, also nicht so, dass du jetzt auch Geld rausgeballert hast. Nee, überhaupt nicht. Also kann ich. Sehr schön, sehr cool, okay. Gut, was sind jetzt so deine Ziele für die nächste Zeit? Also wie willst du jetzt da weitermachen in dem Bereich? Erzähl mal. Ich würde jetzt gerne noch mehr Kunden natürlich generieren, langfristiger auch an mich binden, noch ein bisschen. Ne? Das sind so meine Ziele für die kommenden Monate. Okay, gut. Und erzähl mal jetzt, wie ist denn so der Vergleich von der Arbeit als Trainerin im Studio zu der Arbeit der Personal Trainer. Du kennst jetzt beides, wie die Zusammenarbeit ist, ne? Wie viel Spaß macht die Zusammenarbeit im Fitnessstudio oder auch mit den PT-Kunden. Stell da mal so einen Vergleich auf, wie ist es so? Als Personal Trainer hat man einfach viel besser die Möglichkeit, individueller auf denjenigen einzugehen. Man kontrolliert die Trainingsfortschritte einfach wesentlich genauer. Im Studio macht man klar Trainingspläne, aber dann sieht man denjenigen wieder 3-4 Wochen gar nicht. Dann fragt man zwar mal nach, aber es ist einfach, das ist nicht der gleiche Effekt. Ne? Also im Personal Training kann ich ganz genau immer beobachten, wo sind die Fortschritte. Man bespricht die Fortschritte auch viel genauer. Ne? Also, man hat viel besser die Möglichkeit, denjenigen zu motivieren, auch viel individueller auf denjenigen einzugehen. Auch charakterlich, ne? Viel besser rauszufiltern, was braucht derjenige, was für ein Typ ist er. Das ist schwierig im Fitnessstudio in 60 Minuten. Willst du sagen, es macht jetzt mehr Spaß im Personal Training nochmal, oder? Auf jeden Fall, weil man auch eine ganz andere Bindung zu den Leuten aufbaut. Ja. Okay. Ja. Und haben die ersten Kunden jetzt auch schon was erreicht, so von deinen Kunden? Das sind jetzt erst 4 Wochen, ne? Ja, aber doch. Es ist schon, also
die eine Kundin, da bin ich sehr stolz ehrlicherweise drauf, die ist, die hat mittlerweile schon fast 6 Kilo abgenommen. Stark, ja. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Und an den Umfängen hat sich bei allen wirklich auch schon viel getan und auch gewichtsmäßig. Wie gesagt, die eine ist jetzt mit den 6 Kilo ein echt absoluter Vorreiter. Aber gerade an den Umfängen hat sich, haben wir nämlich tatsächlich letzte Woche erst gemessen, hat sich schon viel getan. Ne? Ja. Also es ist überall so 2-3 Zentimeter. Sehr schön. Ja. Was löst es ein Gefühl in dir aus, wenn du sagst, oder wenn deine Kunden so Erfolge haben? Stolz, hast du gerade gesagt. Ja, macht mich total stolz und macht mich auch total happy, weil klar, man, wenn man dann startet, fängt der Druck schon auch an, so dieses, okay, jetzt muss ich auch abliefern. Ne? Ja. Ja, gut verkauft, aber jetzt muss man auch abliefern. Und ja, es ist schön, wenn man mit Kunden zusammen einfach ein gemeinsames Ziel erreichen kann. Und wenn man dann merkt, man ist auf dem richtigen Weg und alle sind motiviert. Sehr schön, ja. Was würdest du abschließend sagen? Hat sich das Coaching gelohnt, das zu machen? Absolut. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich es gemacht habe. Und ja, ich würde es immer wieder so machen. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Oder willst du noch sonst noch irgendwas dazu sagen zu deiner Story? Ich denke, wir haben es gut beleuchtet. Ja. Also richtig, richtig cool, deine Story. Ja. Hast du auf jeden Fall verdient, diese Trophäe hier. Und ja, ich bin gespannt, was auch alles so kommt bei dir. Ja, danke, ich auch. Sehr schön. Ja, und wenn du auch Bock hast, auch so eine ähnliche Story zu machen, na, dann geh doch gerne mal auf kfakademie.de. Sicher dir mal ein kostenloses Erstgespräch, da können wir mal genau drüber sprechen, wie wir das auch bei dir schaffen können, ja, wie dir vielleicht auch das Coaching Programm weiterhelfen kann, damit dein Business vorangeht, so wie zum Beispiel bei der Sabrina. Und vielleicht hast du auch bei dir so eine schicke Trophäe. Ja. Wir haben ja die nächste Trophäe, ist ja hier die silberne. Ne? Das ist dann das nächste Ziel, ne? Ja, genau. Für 10.000 genau, Euro im Monat. Ja. Ja, das ist das nächste Ziel. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.